Oh Mann. Oh, Leichen. Ich will keine Leichen. Was ist das nur für ein schrecklicher Ort, Holmes? Wo haben Sie uns hingebracht? In der Nähe des Ziels, Watson. In der Nähe des Ziels. In die Nähe des Ziels. Aber egal. Soll das der Quallenbaum sein, oder was? Links. Großer Gott. Gott! Sehen Sie! Dort, im Wasser! Was für Monster! Nein, Watson. Es sind Krokodile und offensichtlich keine sehr gastfreundlichen. Mir fällt nichts Nützliches ein. Was machen wir jetzt, Holmes? Wir müssen sie mit einem verlockenden Happen von hier weglocken. Denken wir nach, Watson. Holmes, ich weiß nicht, wie man diese Kreaturen füttert. Und glauben Sie ja nicht, ich gehe ins Wasser. Ich wollte gerade sagen, Watson ab in die Fulle. Nein. Okay. Füttern. Oh Gott. Füttern. Warte mal. Oh nein. Das ist nicht euer Ernst. Zielschießen. Wie ich das geahnt habe. Bravo, Watson. Das wird die Reptilien in diese Richtung locken und den Weg frei machen. Viel besser. Aber wir sollten möglichst schnell hinüber gelangen, bevor wir der nächste Gang werden. Haut ab, Mann. Scheiße, ey. Die Knarre behalte ich lieber mal in der Hand. Was das für ein komisches Geräusch eben war, keine Ahnung. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Ja, habe ich ja nicht behauptet, oder? Textdokumente. Biegen Sie von mir. In dieser Nacht werden Sie nicht hungrig sein. Singen Sie den Ruf. Hoch und kräftig. Fischer erzählt mir das ja oft. Kai. Oh Gott. Dauerspeicherin, ich weiß. Oh Gott. Watson, sehen Sie nach, was Sie für diesen armen Mann tun können. Sein Diener hat sich furchtbar an ihm gerecht, indem er ihn diesen Wilden überließ. Anderson, ne? Was die anderen angeht, ich fürchte, da kommen wir zu spät. Der Arm ist ab. Fuck. Ich habe noch nicht alles untersucht. Gott, scheiße. Jämmerliche blinde Narren! Wisst ihr denn nichts von der Ankunft des großen Einen? In diesem Moment kommen seine Diener aus seinem ganzen Königreich und die Erleuchteten werden ihm ihr Fleisch geben. Alle werden da sein bei seinem Erwachen. Kämpft nicht gegen die Berufung. Bald wird er aufhören zu träumen und unsere Welt wird im Ganzen verschlungen. Verneigt euch und sprecht das Dankgebet. Ihr seid die Nahrung seiner neuen Welt. Watson, schieß ihn ab. Danke. Geht doch. Ich hab es, Holmes. Ich hab es. Juhu, wir haben es geschafft. Alter. Oh Gott. Oh. Heilige Maria, Mutter Gottes. Dieser unheimliche Kerl war auch ein Kannibale. Meeresfrüchte haben ihn wohl gelangweilt. Der kann auch noch Witze darüber reißen. Na, wie geht's, Alter? Ich hab Angst, dass er mich beißt. Lass mich mal raten. Das kann ich Nein? nicht. Nein? Dann kriegst du ein Mini-Cartoon. Ja, klar. Was für ein merkwürdiges Buch. Ich habe diesen Dialekt noch nie gelesen. Perfekt. Es wird mir die willkommene Abwechslung auf unserer Heimreise bieten. Der ist nur hergekommen für so ein dämliches... Eine beträchtliche Anzahl an Leuten war hier, vor nicht langer Zeit. Und in der Tat nicht freiwillig. Supi, toll. Holmes,
Helfen Sie mir dabei, ihn zum Boot zu tragen. Ich kann wirklich nicht sagen, ob er die Rückreise überleben wird. Das will ich doch hoffen. Ich wollte sagen, der hat seinen Arm nicht mehr. Das ist also Anderson oder wie der heißt. Oder Anderson. Beim neunschwänzigen Teufel. Das ist doch Anderson. In der Tat. Kennen Sie jemanden, der ihn aufnehmen und pflegen könnte? Sie sollten zu der kleinen Lucy gehen, die auf dem Boot lebt. Ich weiß, wo Lucy ist. Bitte helfen Sie meinem Freund, diesen armen Mann auf den Kai zu heben. Dann gehe ich Miss Lucy holen. Der wird wohl nie wieder schießen. Was können wir für dich tun, Süßer? Madam, könnten Sie bitte Lucy ausrichten, dass wir Mr. Arneson gefunden haben? Und sagen Sie ihr, sie soll sich beeilen. Es könnte ihre letzte Chance sein, ihn lebend zu sehen. Lucy! Lucy! Ah, da bist du ja. Dieser Gentleman hat deinen Freund gefunden. Mein Gott! Ist das wahr? Na sicher, er sagt's doch selbst. Was haben sie mit dir gemacht? Oh, mein armer Schatz! Oh. Er hat seine Hand verloren und steht unter starkem Schock. Aber mit Ruhe und liebevoller Pflege hat er gute Chancen, diese Verletzungen zu überleben. Oh, Madam, bitte! Wenn ich kurz etwas sagen dürfte. Wir haben dieses Geld gefunden. Eine große Summe, die Mr. Arneson gehört. Ich glaube, es wäre gerecht, sie Ihnen anzuvertrauen. Tja, dann scheint ja alles klar zu sein. Ich werde mich gut um dich kümmern. Du wirst sehen, mein Schatz. Wegen Arnesons Haus. Dort herrscht einige Unordnung. Wenn Sie so gut sein könnten und dort alles wieder in Ordnung bringen würden? Sie können auf den alten Champagne zählen. Wird alles erledigt. Ich sehe, unser Freund ist in guten Händen. Wir beeilen uns, lieber Watson. Unser Schiff trifft schon Vorkehrungen zum Auslaufen. Der Sheriff, der... Oh, dem ist das scheißegal, oder was? Seit wann ist die Statue grün? Die, die wir dabei hatten, war grau. Und unvollständig. Was hat der denn? Holmes? Achso, der übt wahrscheinlich irgendwelche Schritte in dem Buch. Trotzdem sieht's... Watson, ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Aber Holmes, Sie haben sich jetzt schon 4 Tage lang in Ihrer Kabine eingeschlossen. Draußen scheint die Sonne. Und der Wind vom Meer... Wenn Sie näher kommen, Watson, werfe ich Sie hinaus. Jetzt gehen Sie. Verdammt nochmal, Holmes. Mir ist langweilig. Ich ertrage die Unterhaltungen der Matrosen keine Minute länger. Wir haben eine Vereinbarung, Watson. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich kümmere mich um die Übersetzung des Buches. Sie studieren die Zahlen, die unser junger Freund Davy gezeichnet hat. Jetzt machen Sie sich an Ihre Aufgabe und überlassen Sie mich meiner. Aber Sie wissen doch, dass solche Rätsel nicht meine Stärke sind. Hätten Sie nicht eine andere Aufgabe für mich, die meinen Fähigkeiten besser entspricht, Holmes? Natürlich. Sie sind schließlich ein Mann des Wortes. Also gehen Sie wieder auf die Brücke, nehmen Sie Ihr bewährtes Notizbuch und redigieren Sie diese kleine Abhandlung. Einverstanden. Zu welchem Thema? Meine Monographie über die berechneten Flugbahnen von Möwenexkrementen. Guten Tag, Watson. Gott, ist ja gemein. Hallo? Der ist ja... Der übt spastische Anfälle in seinem Zimmer und ist gemein. Wie ich sehe, haben wir eine Nachricht bekommen. Zweifellos von meinem Bruder Mycroft. Lieber böser Sherlock, du erhältst diesen Brief wahrscheinlich bei der Rückkehr aus Amerika. Deine Anweisungen für die Schweiz wurden exakt befolgt und du wirst dich über die Ergebnisse sicher freuen. Vor ein paar Tagen durchsuchten die Schweizer Behörden das Institut Schwarzes Edelweiß und fanden Hinweise auf ernste Vergehen gegen die medizinische Ethik, so wie du es vermutet hattest. Auch Dr. Gygax wurde gefunden und festgenommen. Leider griff er, bevor man etwas
von ihm erfahren konnte, zu drastischen Mitteln. Er trug eine kleine, aber tödliche Dosis Zyankali bei sich. Ist klar, immer Zyankali. Er schluckte sie, bevor man ihn aufhalten konnte, und starb sofort. Seine Angestellten leugnen jedes Wissen über seine mörderischen Aktivitäten. Und die Hinweise deuten darauf hin, dass sie als Angestellte nur seine Anweisungen ausführten. Von dem Hindi keine Spur. Aber der Freund, dein Freund, Hauptkommissar Bilger, sagte mir, dass seine Männer während der Durchsuchung eines unterirdischen Geschosses des Instituts eine blutbespritzte Grube fanden. Sie hörten in diesem Raum auch ein seltsames, irres Lachen, das direkt vom Grund der eben genannten Grube zu kommen schien. Der Hauptkommissar und ich glauben, dies könnte das Schreien der Patienten gewesen sein, die im Hof der Angestellten versammelt waren. Er meint, das Geräusch wäre durch die seltenen akustischen Verhältnisse abgelenkt worden, ja, und schien deshalb aus dem dreckigen Loch zu kommen. Sorry, ich kann solche Schrift schlecht lesen. Dieser Theorie schließe ich mich an und erzähle dir alles nur, damit du wirklich alle Fakten kennst. Du sollst auch wissen, dass der beängstigende Raum seitdem versiegelt wurde. Obwohl ein Großteil von Dr. Gigaks Unterlagen von dem Einzeltreffen der Schweizer Polizei zerstört wurde, haben es ein paar Rechnungen überstanden. Diese stimmen mit einigen verdächtigen Transaktionen überein. Auch die berühmte Diskretion der Schweizer Banken kennt ihre Grenzen. Was ich erfahren habe, klingt zwar abstrus, aber wahrscheinlich. Es sieht so aus, als habe Dr. Gygax seine Hand auf einem Teil, großen Teil, wenn nicht auf sogar einem ganzen Schatz von Lord Rochester gehabt. Du erinnerst dich vermutlich an Lord Rochester, der bekannte Londoner Milliardär, eine amerikanische Frau heiratete. Sie hatten nur ein Kind, einen Jungen namens Archibald. Autsch, armes Kind. Nachdem der Junge seine Erziehung abgeschlossen und die Volljährigkeit erreicht hatte, reiste er nach Osten, um die Interessen seines Vaters zu vertreten. Neben seinen Besitzungen in England unterhielt Lord Rochester einige Edelsteinminen in Indien. Nach 2 Jahren hatte Archibald ein Vermögen an Edelsteinen in höchster Qualität angehäuft. Die schönsten darunter kamen in eine Truhe, die er auf dem Schiff nach England mitnahm. Dann wandte sich das Schicksal gegen ihn. Weder er noch die Edelsteine erblickten je wieder Land, denn ein furchtbarer Sturm versenkte das Schiff in der Nähe der indischen Küste. Nur wenige Mitglieder der Mannschaft überlebten. Die Leichen der anderen wurden aus dem Meer gezogen, mit einer Ausnahme. Man fand keine Spur von Archibald und seiner Truhe. Und die Tragödie nahm noch ein größeres Ausmaß an. Die Nachricht traf Lord Rochester schwer. Er verstarb bald darauf. Lady Rochester kehrte gegrämt, sagen wir mal, zu ihrer Familie nach Boston zurück. Auch sie starb kurz darauf. Diese einst edle Familie ist nun ausgelöscht. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass Archibald Rochester die Steine sorgfältig auflisten ließ, bevor er an Bord ging. Ich konnte diese Listen glücklicherweise neulich sehen. Wenn mir die besonderen Kennzeichen so ansehe, kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass einige der Steine, die eigentlich tief auf dem Grund des Indischen Ozeans schlummern sollten, mitten in der Schweiz, in den Schweizer Alpen wieder aufgetaucht sind. Welch ein komischer Zufall. Ich konnte leider nicht herausfinden, was Amos Colby, den Angestellten von Northwood, in dieser Gegend führte. Egal. Aber vielleicht weißt du mehr darüber, als ich erfahren darf. Liebe Grüße, Mycroft. Boah. Merkwürdig. Hier, lesen Sie das, Watson. In der Tat. Aber der Besitz eines solchen Schatzes ist für sich doch Ziel genug. Warum zum Teufel noch diese ausgefeilte Maskerade? Geld ist oft das Motiv für die niedersten Taten. Aber nicht in diesem Fall. Das sind in der Tat tiefe Wasser, Watson. Diese Leute folgen einem anderen dunklen Ziel. So verzweifelt, dass es jedes Opfer und jedes große Risiko rechtfertigt. Sie machen mir Angst, Holmes. Ich weiß. Manchmal mache ich mir selbst Angst. Genug der müßigen Spekulationen, Watson. Ich bat Sie, die Zahlen zu studieren, die der junge Davy gezeichnet hat. Zweifellos handelt es sich um eine Kunde. Oh nein. Was haben Sie herausgefunden? Och, ichchen. Ja, das war mir natürlich. Was ist die Lösung für den Code? Keine Ahnung. Ich habe nicht mal ein bisschen Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Also jedes zweite Rätsel kann ich erraten. Jedes zweite habe ich überhaupt keine Peilung. Hä, woher soll ich wissen, was das heißt, Mann? Ich würde mal sagen, dass jeder Buchstabe, jede Zahl für einen Buchstaben steht, oder? Und das ist Norden. Nie ohne Seife waschen. Da, das ist Norden. Obwohl. Aber warum sollte er, wenn das so wäre, das ist ja jetzt nur mal, ich habe keine Ahnung und es war jetzt einfach nur mal so gagweise aus der Luft gegriffen. Aber wenn das so wäre, dann ja, toll. Es geht ja nicht. Kann ja nicht sein. Oder? Man kann ja nicht, nee, das ist Quatsch. Alter, wo soll ich denn das wissen? Sechs, acht, sieben, neun, fünf, vier, drei, eins, zwei. Toll. Alter, ich habe keinen Schimmer. Jetzt kommt Eno wieder. Sie sollten... Was? Sie müssen sich jeder in den Hangar ansehen. Ein Muster zu erkennen. Ey. Sechs, acht, sieben, neun, fünf, vier... Moment, ich gucke nur gerade fasziniert auf das Bild. Gewisse Muster sieht man ja auch, aber das sagt, was soll ich denn damit anfangen? Das Ding ist ja, dass manche Sachen, es sind immer 6, 8, 7, hier ist 6, 9. Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht. Code befindet sich hier nicht nur... Ja. Das ist mir schon klar. Oh. Das da, das ist mir schon klar. Aber warum sollte das... Trennt die das ab, oder was? Ich bin im... Beachten Sie den Schrägstrich nach den ersten. Es ist mir schon klar, was du damit meinst. Ey, wisst ihr, das wissen wir, was mich tierisch ankotzt. Im Code befindet sich ein nicht numerisches Zeichen, das vielleicht mehr Licht ins Dunkel bringt. Ey. Dann schreiben Sie, beachten Sie den Schrägstrich. Ne, das was ja sowieso, wer ist denn so blöd und weiß nicht, dass es eine Nichtnummer schon, ne? Also für ganz Blöde dann. Das Spiel ist ab 16, verfluchte Axt. Nach den ersten 9 Zahlen in der ersten Reihe. So, die ersten 9 Zahlen in der ersten Reihe. Legen Sie das Augenmerk die Zahlen auf der linken Seite, das haben Sie doch hier oben schon geschrieben. Die ersten 9, das sind doch die von links. Die machen, tut mir leid, aber das regt mich total auf. Die schreiben alles doppelt nur anders. Die könnten, der nächste Tipp ist, schauen Sie sich nicht zuerst die Zahlen auf der rechten Seite nach dem Schrägstrich an. Oh! Ja, ist mir klar. 1 bis 9, das habe ich auch gesehen. Ja, und? Ja, findet man und? Entschuldigung, aber das war grotesk. Es scheint sich um... Die einzige Zahl von die in der neuen. Ja, und? Dass sie mehrmals vorkommen.